Mit breiten Pinselzügen, pastosem Farbauftrag und kontrastreicher Farbigkeit die Reflexionen von Licht und Schatten in einer Waldsituation nutzend, so zeigt Franz Wiegele den Körper der jungen Frau. Es handelt sich um Juster, um seine Cousine. Der aus Nötsch stammende Maler, der mit erstaunlicher Freizügigkeit und Liberalität die eigene Verwandte zum Aktmodell macht, er wird 1909 zum ersten Mal in einer öffentlichen Ausstellung des Hagenbundes sein Werk vorlegen. Wie wir heute wissen, handelt es sich bei diesem Akt nicht um eine Vorstudie für das berühmte Gemälde Im Wald, sondern um ein Gemälde, das Franz Wiegele nachträglich gefertigt hat, nachdem das große Bild im Walde jahrelang verschollen und unauffindbar war. Er ist Mitbegründer des sogenannten Nötscher Kreises, einer Vereinigung junger Künstlerpersönlichkeiten wie Anton Kolik, Anton Feistauer, aber auch Egon Schiele und andere, die nicht ein gemeinsames Programm verfolgen, sondern die Erneuerung der Kunst und Malerei.